Ich fahre auf der L3188 über Staden zur Autobahn A45. Hier geht's links ab zur Autobahn. Die B275 in Richtung Autobahn. Wir haben rund 21 Grad. Also ideales Tourwetter. Das Überholen von LKWs ist mit der SH350i überhaupt kein Problem. Ich fahre hier auf der Autobahn somit etwa 110 Stundenkilometer nach GPS. Wer rasten will, kann hier rechts abfahren nach Langenbergheim. Thank you.
Wir haben schönes Wetter zum Mopedfahren. Ich hoffe, es bleibt so. Hier geht es gleich rechts ab in Richtung Fulda auf der A66. Wir bleiben auf der A45 und genießen das schöne Wetter. Hier geht es rechts ab in Richtung Hanau und natürlich auch Frankfurt. Wir verbleiben natürlich auf der A45 in Richtung Aschaffenburg. Wir fahren jetzt hier rechts ab in Richtung Mainhausen, allerdings dann auf die 469 weiter in Richtung Süden.
Wir sind hier links auf die B469 abgebogen in Richtung Süden. Wir unterfahren die Autobahn A3, die rechts hier nach Frankfurt bzw. anschließend links in Richtung Würzburg-Nürnberg geht. Der Himmel bedeckt sich langsam. Hoffentlich bekomme ich keinen Regen. Dort hinten scheint ja der Himmel wieder etwas blauer zu werden. Hoffen wir auf ein weiter trockenfreies Fahren. Diese B469 ist wirklich von guter Beschaffenheit und lässt sich wunderbar fahren.
Der Himmel wird immer dunkler. Ich hoffe doch, dass ich mein Ziel ohne Regen erreiche. Mann, oh Mann, die LKWs werden auch immer länger. Verflixt. Die ersten Tropfen kommen runter. Hoffentlich wird's nicht mehr. So ein Mist, keine Regenklamotten mitgenommen. So ein Sauwetter. Der Regen wird immer mehr.
Da ich keine Regenklamotten dabei habe, wird jetzt langsam meine normale Hose nass. Meine gelbe Jacke sollte allerdings wasserdicht sein. Wir hoffen das mal. Es regnet wieder stärker. Wollen wir hoffen, dass das vielleicht doch bald weniger wird. Immer diese Umleitungen bei so einem Regenwetter sehr unangenehm. Es hat sich richtig eingeregnet und so langsam kriecht die Feuchtigkeit weiter in Richtung, naja, ihr wisst schon. Es regnet immer mehr und heftiger. Es wird langsam unangenehm.
Schrecklich, dieser Regen. Wenn ich gewusst hätte, dass es hier unten so stark regnet, wäre ich nicht zu Hause weggefahren. Es schüttet, was vom Himmel runterkommt. So langsam habe ich das Gefühl, dass auch meine gelbe Jacke nicht so ganz dicht ist, zumindest nicht im Bauchbereich. Aber immerhin bin ich schon in Amorbach angekommen. Das ist doch schon mal was. Ich hoffe, euch hat trotz dem Regen dieser Film gefallen. Die SH350i jedenfalls hat es nichts ausgemacht. Sie ist wunderbar gelaufen. Ich bin angekommen und hoffe jetzt, dass ich zumindest ein frisches Hemd oder so etwas bekomme. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es auch jetzt im Regen war.